Du willst wissen, welches das beliebteste Modell bei uns im Pösselhof ist? Der steht nämlich genau hinter mir. Und was es für ein Fahrzeug ist, da wollen wir heute drauf eingehen im Video. Ich bin der Marcel vom Pösselcenter in Metzingen. Ja, warum ist denn der Grundriss von diesem Fahrzeug so beliebt? Wir haben bei dem Fahrzeug einen riesengroßen Einstiegsbereich durch den Kühlschrank in der Front. Wir haben eine Sitzfläche, die sehr homogen wirkt, also man kann sich hier sehr gut gegenüber sitzen. Wir haben ein geräumiges Bad, eine geräumige Küche und ein tolles Querbett im Kofferraum noch für Staumöglichkeit. Das ist das, was das Auto im Grundriss auszeichnet. Ein ganz wichtiger Punkt ist das tolle Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es daher, dass das Auto eine Plus-Ausstattung hat. Plus heißt, dass gewisse Anbauteile im Fahrzeug, wo bei anderen Fahrzeugen immer dazu gekauft werden muss, schon drin sind. Das heißt, das All-In-Paket, was normalerweise über 3000 Euro kostet, ist schon drin. Dazu gehört natürlich der Beifahrer-Airbag, die Radiovorbereitung, die Spiegel elektrisch verstellbar. Das ist da alles schon drin. Das ist ein ganzes Paket mit einem großen Dieseltank und so weiter. Ganzer Umfang, das jetzt hier detailliert zu besprechen, wäre zu viel. Aber das ist ein großer Batzen, was da schon drin ist. Dann haben wir die Auflastung drin auf 3,5 Tonnen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Wir haben in der Regel beim Leitfahrwerk diese 16 Zoll Alufelgen gleich drin. Dann steht das Fahrzeug auch ein bisschen höher. Die Trittstufe ist ein bisschen entlastet und das Fahrverhalten verbessert sich im Allgemeinen ungemein. Dann haben wir noch das Fenster in der Toilette zusätzlich drin. Und das heißt, dass wir hier einfach schon mal eine Ersparnis haben von über 6000 Euro. Und das macht das Auto so beliebt. Wir haben ein wunderschönes Querbett im Heckbereich verbaut und gerade noch mal gemessen, ich konnte es kaum glauben, wir haben eine Liegefläche in der Breite von 1,57 Meter, das sind fast 1,60 Meter. Im Schulterbereich verjüngt sich hinten ein bisschen, aber ansonsten vorne, da wo man es braucht, haben wir bei 1,57 und eine Bettenlänge von 1,96. Das macht uns natürlich hier, wenn man auch zu zweit hinter drinnen liegen möchte, macht es das natürlich wirklich komfortabel. Ausreichend Platz für zwei Personen auf jeden Fall. Durch die schöne durchgehende Sichtachse, die wir im Küchenbereich haben, fällt natürlich erstmal sichtbar der Kleiderschrank. Aber auch wie bei den anderen Modellen haben wir den Kleiderschrank hier unter der Matratze. Und da haben wir einen riesen Kleiderschrank mit einer Querstange, um Sachen einzuhängen. Also da habt ihr mal richtig Platz. Mehr Platz wie in dem Kleiderschrank hier in der Küche. Das Fahrzeug hat natürlich immer oben die Schränke. Das heißt, hier habe ich wirklich ausreichend Platz, um meine ganzen Sachen, die ich nicht hängen muss, wie T-Shirt, Unterhosen, Jeanshosen, Badesachen, kann ich alles hier reinwerfen. Ich habe hinten noch den Querschrank drin, wo ich einiges unterbekomme. Und auf der anderen Seite das Gleiche natürlich auch. Die Besonderheit hier, wir haben hier im Kopfbereich immer die Stromschiene von Dometic mit drin. Die Stromschiene führt diese Dometic Lichtanlage. Die kann man jetzt auch vorne einbauen oder sich zusätzlich im Internet noch einen Stromwürfel kaufen und den hier mit einpflegen, dass ich auch ein Handy laden kann. Serienmäßig sind immer verbaut die aufgesetzten Fenster im Kopfbereich in diesem Fall, im Heckbereich, im Dachbereich ist noch ein Zusatzfenster drin und optional auch an der Fußseite, wer das möchte. In der Küche haben wir zwei separat geteilte Glasplatten. Im vorderen Bereich ist der Herd und im hinteren Bereich das Waschbecken. Auch interessant, hier wieder den abzuklappenden Wasserhahn. Da mache ich alles zu, es ist alles verstaut, alles verräumt. Eine tolle Lösung. Im unteren Bereich von unserer Küche haben wir richtig große Schubladen, da kriege ich also einiges rein an Besteck und an Teller, Gläser, Utensilien, was ich zum Kochen brauche, Töpfe. Das gleiche hier unten, da haben wir auch nochmal ein großes Staufach und hier das etwas noch kleinere, da ist der Kompressor noch mit drin vom Kühlschrank, nochmal ein Staufach, um Küchensachen zu verstauen. Im Frontbereich vom Fahrzeug Hammer! Den Double Swing Kühlschrank von Dometic drin mit 100 Liter. Der ermöglicht uns natürlich, wenn ich den Kühlschrank von innen bedienen möchte, den so zu öffnen. Und der Charme, wenn das Leben draußen stattfindet, dass ich diesen Kühlschrank natürlich dann von beiden Seiten öffnen kann. Das ist der Charme bei dem Kühlschrank. Und ganz ehrlich, ich fahre ihn selber. Wenn man beim Einkaufen ist und irgendwo kurzzeitig was einlädt, alles rein,
und ich fahre dann gleich weiter. Das ist der Charme bei dem Kühlschrank, wirklich mit der doppelten Klappe. Zur weiteren Aufbewahrung in unserer Küche haben wir oben die zwei Schränke noch verbaut. Da haben wir also auch noch ausreichend Platz, um Sachen zu verstauen. Genau so haben wir unten noch das Gewürzfach. Wie ihr das euch individuell gestaltet mit Gummibänder oder mit Magnete, das ist jedem selber überlassen. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal ausreichend Platz. Unten drunter haben wir eine tolle LED-Schiene, die uns auch ja, ermöglicht zu sehen, was wir kochen oder was man in der Küche braucht an Licht. Dann haben wir hier das Bedienpanel für den Kühlschrank. Wir haben hier die 230 Volt Steckdose, die mit Außenstrom funktioniert, und hier den Lichtschalter verbaut. Das ist also unsere Küche. Wir haben ein wunderschönes Türenbad verbaut bei diesem Modell. Türenbad heißt, ich kann eine Tür hinter mir zumachen. Das Bad hat ein tolles großes Waschbecken, viele Verstaumöglichkeiten, und ich stehe jetzt momentan auf der Erhöhung von dem Duschbrett. Das kann ich natürlich auch, wenn ich die Kopffreiheit brauche, dementsprechend rausnehmen, um entweder mehr Kopffreiheit zu gewinnen und natürlich dann auch in dieser Duschwanne zu duschen. Zum Duschen haben wir hier einen Duschvorhang. Meine Empfehlung ist aber, mit dem Duschvorhang einfach sich zwei, drei Magnete unten in den Duschvorhang einzukleben, und somit habe ich eine gewisse Vorspannung, dass der Vorhang nicht an meinem Körper klebt. Und somit ist das eigentlich eine gute Lösung, auch mit dem Duschvorhang im Fahrzeug zu duschen. Der Charme und der entscheidende Vorteil bei diesem Türenbad ist ganz klar, dass man viele Verstaumöglichkeiten hat. Also ich habe viele Möglichkeiten, meine Utensilien zu verstauen. Ich habe hier einen Spiegelschrank, ich habe hier unten noch ein Staufach und das entsprechend große Waschbecken. Da kann ich wirklich die Zähne putzen, da kann ich mich waschen, und das gibt es sonst nirgendwo anders im Fahrzeug. Wie ihr seht, habe ich natürlich ausreichend Platz auf der Toilette. Ich habe die Kniefreiheit, ich habe hier im Ellenbogen- oder Schulterbereich viel Platz. Und das ist von dem her eine tolle große Toilette, die ich fast jeder benutzen kann. Dann haben wir hier ein Seitenfenster. Das ist bei diesem Plus serienmäßig schon mit drin. Und wir haben oben das Fenster, wenn man kein Dachfenster, kein Aufstelldach dabei hat, ist das auch immer serienmäßig mit dabei. Durch das Fenster habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Duschbrause, beziehungsweise hier aus dem Waschbecken, indem ich die Duschbrause, und kann mich dann auch dementsprechend, wenn schön Wetter ist oder der Hund oder das Fahrrad dreckig ist, das Ganze draußen auch erledigen. Das ist ein Riesenvorteil von der Duschbrause hier und von dem Fenster. Ergänzend habe ich noch drei tolle große Spiegel im Fahrzeug. Einmal an der Tür, einmal am Spiegelschrank oben und einmal genau hinter mir. Dann des Weiteren haben wir noch zwei Heizungsausströmer in der Dusche im Bad. Und hiermit habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich mal nasse Regenjacken habe oder nasse Kleidung habe, dass ich im Prinzip diese hier reinhängen kann, das Dachfenster öffnen kann und eine eigene Zirkulation habe. Das zeichnet dieses Fahrzeug genauso aus. Wir haben hier einen riesengroßen Tisch bzw. genügend Platz und Kniefreiheit. Und ob das jetzt ein 640er ist oder hier dieses Modell mit 6 Meter Länge, unterscheidet sich eigentlich vom Möbel vorher gar nicht. Das ist letztendlich nur hinten dieses Längs- oder Querbett. Also das heißt, wir haben den gleichen Möbelbau wie beim 6,40 Meter Fahrzeug und somit genügend Kniefreiheit und genügend Fläche, um zwei Teller sich gegenüberzustellen. Optional gibt es jetzt diesen Tisch noch als Optionsplatte, den Alternativtisch, damit der Beifahrer ein bisschen mehr Fläche hat, um seine Sachen abzustellen, oder als Unterstützungstisch für die Küche, wenn man da dementsprechend ein bisschen mehr Platz dann braucht. Als Option gibt es zusätzlich den Tisch natürlich auch mit der Bettverbreiterung. Das heißt, ich brauche natürlich erstmal diese Grundvoraussetzung, die Drehplatte, den Alternativtisch, und auch hier gibt es dann die Möglichkeit, mir aus diesem Sitzteil hier, der Liegefläche von dem Zusatzoptionsteil, eine Liegefläche von 1,80 Meter vorne zum Eingangsbereich hingestaltet. Des Weiteren haben wir immer bei dem Fahrzeug eine 4-Personen-Zulassung. Wahlweise sogar mit ISOFIX, dass man den Kindersitz mühelos befestigen kann auf der Rückbank. Auch hier haben wir wieder die Stromschiene von Dometic. Habe ich hier wieder die Möglichkeit, die Lichter von hinten nach vorne umzuswitchen. Das heißt, ich mache hier einfach rein und über den Bajonettsockel kann ich die ganzen Dinger wieder fixieren. Stromschiene, wie gesagt, auch im Zubehör, der Stromwürfel von Dometic erhältlich, der ist jetzt hier serienmäßig nicht dabei.
Darüber befindet sich wieder unser toller großer Stauraum für allerlei Utensilien, die ich hier im vorderen Bereich brauche. Also genügend Stauraum vorhanden. Und mir spürt schon, man hat wertiger Möbelbau. Das heißt auch, man hat keine großen Geräusche während der Fahrt und das zeichnet dieses Qualitätsprodukt einfach aus. Auch hier haben wir natürlich wieder einen tollen großen Weinkeller unterm Tisch, wo man natürlich auch optionalen Tresor dafür herbekommt. Der hat hier Platz drin. Oder dann Platz für Schuhe, für alles Mögliche, was man Utensilien dabei hat, findet hier unterm Tisch Platz. Das gleiche haben wir hier vorne nochmal, ein kleines Staufach zusätzlich, wo man Sachen wie Kehrwisch oder sonstige Sachen, Mülltüten, alles verstauen kann. Dann haben wir ein weiteres Staufach über der Fahrgastzelle. Das bietet uns natürlich die Möglichkeit, alle Dinge, die ich schnell am Abend brauche, ob es eine Decke, ein Regenschirm, die Regenjacke ist, das wirf ich alles hier rein. Und das ist wirklich ein Stauplatz, den wollen viele, die schon lange im Pössl fahren bzw. Pössl-Lerner sind, nicht mehr missen. Das Fach ist wirklich das, was am meisten genutzt wird. Serienmäßig sind in allen Fahrzeugen die Fenster, die aufgesetzten Fenster verbaut. Hier haben wir jetzt die Zusatzoption mit einem Rahmenfenster drin. Sieht schicker aus. Der eine oder andere sagt ein bisschen einbruchsicherer, aber der Hauptzweck, sage ich mal, ist einfach, oder die Hauptsache ist eine optische. Das ist einfach letztendlich ja, die Optik, was es ausmacht. Wir haben alle Fenster, haben immer eine Verdunklung und ein Insektengitter drin. Ich kann alle Fenster öffnen. Von den Fenstern haben wir hier in der Sitzgruppe immer ein Fenster, in der Schiebetür ein Fenster, in den Hecktüren haben wir die Fenster drin und seitlich am Kopfbereich, im Schlafbereich hier, also auf der Beifahrerseite. Dann haben wir serienmäßig ja noch das Fenster im Bad und oben im Dach haben wir das Fenster im Bad zusätzlich drin, im Heckbereich das Dachfenster und dann hier oben dieses große Panoramadach, das haben wir auch dann noch serienmäßig mit drin. Alle Fenster sind verdunkelbar. Im Frontbereich vom Fahrzeug haben wir auch die Remise drin zur Verdunklung von dem Fahrerhaus. Also auch die sind drin und das Insektengitter an der Schiebetür ist auch schon inkludiert. Unser Fahrzeug hat natürlich auch eine Batterie verbaut, beziehungsweise zwei Batterien verbaut. Die Starterbatterie befindet sich immer zwischen Fahrer und Beifahrer. Das heißt, die dient uns eigentlich nur zum Startverhalten. Wir entkoppeln die Batterie und somit habe ich immer die Möglichkeit wegzukommen, ohne dass sie leer saugt. Wir leben von unserer Aufbaubatterie, die hier unter meinem Beifahrersitz Platz findet. Da habe ich auch optional noch Platz für eine zweite Batterie, also für jeden, der das Auto gern autark nutzen möchte, hat dann die Möglichkeit, hier noch eine zweite Batterie mitzuordern. Das Herzstück von dem Ganzen befindet sich unter dem Fahrersitz. Da ist der EBL, der Elektroblock, wo die ganzen Sicherungen drin sind und diese steuere ich letztendlich dann auch hier oben. Da haben wir unser Bedienpanel für das Fahrzeug, wo ich den Strom ein- und ausschalten kann. Ich kann gucken, wie viel Strom habe ich überhaupt in meiner Batterie, wie voll ist mein Frischwasser-Abwassertank und liegt Außenstrom an. Dann haben wir hier noch dieses digitale Bedienhalterheizung, das ist eine Zusatzoption. Da haben wir normalerweise dieses Drehrad, genannt Glücksrad, drin, wo ich die Heizung und den Warmwasserboiler einschalten kann. Und hier noch eine Option von dem Gas-Dual-CS, Kupplung der Gasflaschen mit Crash-Sensor. Das ist auch eine Option, die kann man kaufen, wenn man die Gasflaschen vor einer dritten Fahrt nicht mehr zudrehen möchte. Und vor allem den Wechsel nachts scheut, wenn es stürmisch ist oder wenn es regnet, dass er das Gas parallel von der zweiten Flasche gleich mitnimmt. Und auch frieren muss hier im Fahrzeug keiner. Wir haben immer die Gas Truma Kombi 4 Gebläseheizung verbaut mit Warmwasserboiler und somit haben wir ausreichend Leistung, um das Fahrzeug selbst im Winter warm zu bekommen und auch Warmwasser aufzubereiten. Wem das nicht reicht, der kann natürlich auch die Truma Kombi 6 wählen, die hat nochmal 2 kW mehr Heizleistung oder dann auch die Dieselheizung als Option, also wenn einer völlig autark viel in nördliche Länder reist oder eine Weltreise machen will, hat hier die Option auch eine Dieselheizung zu ordern. Ihr kennt es vielleicht vom Campingplatz, dieses Ratschpatsch mit den Seitentüren, das kann schon ziemlich auf die Nerven gehen. Hier haben wir serienmäßig diese Softlock verbaut, das heißt, ich muss die Tür nur noch anlegen und die Softlock zieht die Türe automatisch an. Genial ist unser Heckbereich bei unserem Fahrzeug. Wir haben einen riesengroßen Kofferraum, wir haben die Möglichkeit, die Matratzen und den Lattenrost
auf die linke Seite zu spiegeln. Und somit haben wir natürlich wieder einen riesen Kofferraum. Wenn ich den Trendshot vorne raus mache, dann kann ich das wirklich die ganze Utensilien, was ich habe, ob das Ski sind, ob das Angelzeug ist oder die Fahrräder sind oder der Besuch im Baumarkt ist. Ich kann alles einladen und habe somit hier auch die Multifunktionalität, das Fahrzeug nicht nur im Urlaub, sondern auch am Wochenende oder unter der Woche zu nutzen. Im Heckbereich haben wir zusätzlich den großen Gaskasten. Hier passen 2x11 Kilo Gasflaschen rein und auch hier wieder ein tiefgezogenes Element, also kein billig verbaschelter Kasten, sondern wirklich eine qualitätstiefgezogene Wanne, die es bei dem Modell schon serienmäßig gibt. Wir haben hier ein Heizungsmodul, auch dass man, wenn es kalt wird, nicht frieren muss. Ist hier nochmal ein Ausströmer von der Heizung, der die Wärme gleichmäßig verteilen lässt im Heckbereich. Auf der anderen Seite haben wir den 100 Liter Frischwassertank, der von außen zu befüllen ist. Und somit sind wir wirklich völlig autark mit dem Fahrzeug. Wir haben die Verzurösen serienmäßig immer drin. Und somit kann ich auch, wenn ich irgendwelche Gartenstühle oder sonst was habe, mal wirklich gemütlich verstauen. Auf der Fahrerseite befindet sich noch die Toilettenklappe. Das heißt, ich habe hier die Tedford-Kassette, die sich einfach rausziehen lässt und somit irgendwo auf dem Campingplatz bzw. auf dem Stellplatz entsorgen lässt. Des Weiteren haben wir den Heizungsauspuff, den Kamin. Hier den CE-Stecker oder die CE-Steckdose, um Strom zu holen, Landstrom zu holen. Und wir haben unterm Fahrzeug den Abwassertank. Hier befindet sich der Knebel, um das Abwasser überm Schacht dann wieder loszuwerden. Auf der Beifahrerseite befindet sich der abschließbare Wassertank. Das heißt, wenn ich den hier aufmache, Gartenschlauch holen, kann ich den hier von außen gut befüllen. Da das Modell Plus-basierend schon einige Elemente schon drin hat, ist es so, dass es dieses Modell nur auf Citroën-Basis gibt. Also das heißt, wenn ihr das Ganze auf Fiat wollt, gibt es es auch, aber leider ohne Plus-Ausstattung. Für jeden, der ein kostengünstiges Hammerfahrzeug sucht mit allen Sachen drin, ist hier bei diesem Plus-Modell natürlich herzlich willkommen. Und herzlich willkommen bist du natürlich auch bei uns hier im Allgemeinen im Pösl-Center Metzing. Komm vorbei, wir haben eine riesengroße Ausstellung, wir haben alle Modelle da, Plus-Modelle, Hochdachmodelle, Modelle mit Schwenkbad, mit Raumbad, alles da. Probier's aus, komm vorbei und wir finden mit Sicherheit das richtige Auto für dich. Mach's gut, euer Marcel vom Pösl-Center in Metzingen.